liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin wieder da. Ich war eine Woche im Urlaub und konnte deswegen das Schützenfest Wolfsburg nicht von Anfang an begleiten. Heute ist Mittwoch, Familientag, es brechen voll hier. Und wir machen gleich eine Runde, Günther ist auch wieder dabei. Und ich habe ja gesagt, ich war im Urlaub. Und ich habe euch aus dem Urlaub auch was mitgebracht, ein kleines Geschenk. Ich habe nämlich, ich war am Bodensee und bin da so ein bisschen rumgefahren mit meiner besseren Hälfte. Und dann sind wir so durch Konstanz gefahren und trauten unseren Augen nicht. Da war ein Jahrmarkt. Ja, was liegt da näher, als da mal kurz rüber zu laufen, ein paar Aufnahmen zu machen und euch die mitzubringen. War jetzt nichts Großes, da war ein Dance Express und ein Twister und ein Hopser und eine Rutsche und eine Schaukel. Ja, nichts Großes, aber es lohnt sich mal reinzuschauen. Ich werde ein bisschen was zusammenschneiden, kommt dann irgendwann. Jetzt machen wir erstmal Wolfsburg und wenn ich ein bisschen Zeit habe, schneide ich das zusammen und dann lade ich das nochmal für euch hoch. Als quasi Geschenk mitbringsel aus dem Urlaub. Und wir fahren jetzt das Intro ab und danach legen wir dann los. Bis gleich. Thank you.
das hier? Thank you.
meine, wir stehen hier vor Heidi the Coaster und da boxt der Papst in Kettenschellen, sage ich euch. Hier ist er wehrlos. Ja, heute ist Mittwoch, Familientag und morgen ist Feiertag. Und deswegen ist es hier wahrscheinlich heute auch den ganzen Tag über voll. Da wird nicht viel mitfahren, es sei denn, wir kommen irgendwo ran. Oder, aber hier bei Heidi sieht es schlecht aus. Also da ist eine Schlange von Wolfsburg bis Hannover. Also das können wir vergessen. Ja, ist ja ganz gewaltig, was los hier heute bei dem Kaiserwetter, ne? Ja, das kommt noch dazu. Ja. Super Wetter, nicht zu warm, nicht zu kalt. Und ja, wie gesagt, Familientag, ermäßigte Preise, wobei, so doll ermäßigt sind die gar nicht, ne? Ja, 1 Euro oder so. Ja, dafür sind die Fahrten aber 2 Euro kürzer. Ja, also das stimmt bei auch. Bei den Karussells. Das, ne? Das macht man so, weil die Fahrt ist kürzer. Ja, genau, ja, ja. Bei der Achterbahn haben sie einmal ein Stück Schiene rausgeschnitten. Ja. Ne? Bei der Geisterbahn auch. Ne? Der Rätsel, der läuft auch gut. Ja. Ja, den gucken wir uns gleich an. Wir gehen erstmal zum Breakdancer von Welten. Ne? Ja. Und dann gucken wir uns hier den XXL Racer an. Das steht alles hier auf diesem engen Platz. Ne? Und 2 Buden weiter, da steht unsere Freundin Sandra mit Fischwarm. Du hast das rausgefunden, dass sie vorige Woche Geburtstag hatte. Ja, die hatte irgendwann letzte Woche. Ich freue mich aber, dass sie das irgendwie rausgefunden hat. Genau. Dann werden wir sie mal überraschen mit einem kleines Geschenk. Ne? Wir singen ein kleines Geburtstagsständchen. So ungefähr. Oh, oh, oh. Günther singt ein kleines Geburtstagsständchen. Happy Birthday. Naja, jetzt machen wir erstmal weiter, jetzt gehen wir erstmal zum Breakdancer. Bis gleich dann. Thank you.
gebraten. Ja, genau, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ha, ist er? Der Andreas kriegt alles raus, was du Geburtstag hat. Ja, ich war ja nicht da, ich konnte ja nicht eher. Nachträglich. Aber dafür haben wir dir auch was mitgebracht. Wir haben dir auch geschenkt. Bitte schön. Wow. Dankeschön. Ja, wir haben zusammengeschmissen und sind in Kosten gestürzt. Danke. Ja, wisst ihr? Die hat ja immer mit mir zusammen. Wir genehmigen uns jetzt noch eine kleine Pause hier mit Kaffee. Ja, ein schönes Kaffee. Und Günther hat erstmal ein schönes Frühstückchen gegessen hier. Es war lecker, schöner Matsches. Ja. Ja. Ja, es ist immer noch. Die Überraschung ist gelungen bei deiner. Ja, ne? Ja. Ihr Geburtstag ist richtig rund geworden. Ja. Dann noch vor der Kamera. Ja, war gut. Ja, und es ist immer noch voll in Wolfsburg hier. Sehr, sehr voll. Ist auch sehr anstrengend zu filmen, muss ich sagen. War schwierig, an die Achterbahn richtig ranzukommen, habt ihr ja gesehen. Also, jetzt sitzen wir hier vor der Geisterbahn Dämonium. Und die ist natürlich eine Augenweide. Also, sehr futuristisch, viele Animatronics. Also wirklich schön anzuschauen, aber auch brechend voll. Also ja, mit Fahren ist erstmal nicht. Heute kriegen sie alle Geld, die Schausteller. Ja. Vielleicht können wir, wenn wir die Runde beendet haben, nochmal das eine oder andere Fahrgeschäft nutzen. Wir werden sehen. Ja, wir wollen ja noch im Riesenrad fahren. Ja, da wollen wir noch drin fahren. Ich wäre ja auch gerne noch Heidi gefahren. Oh ja. Ne? Mal schauen, was noch so geht hier. Aber im Moment da sind die Schlangen einfach zu lang, um sich da noch anzustellen. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir hier rumkommen. Ne? Die Hälfte haben wir fast geschafft. Ja. Ja, auf der anderen Seite sind, glaube ich, mehr Reihengeschäfte dann. Nein, ist auch vorgeschäft. Ja, aber nicht so viel. Also die Petersburger Schlittenfahrt kommt noch. Was siehst du, da wollte ich auch mitfahren. Oh, nee, ich nicht, das ist mir zu schnell. Oh. Das kriegt mir ja wieder die Mütze weg, wie in Hamburg damals. Die ist ihm zu schnell, da kriegt er einen Höhenrausch. Ja, ja. Na gut, dann gehen wir erstmal gleich weiter. Ne? Wir bleiben hier noch einen Moment sitzen und dann gehen wir weiter und dann fangen wir für euch noch ein paar schöne Impressionen ein. Bis später. Thank you.
schon beim Riesenrad gewesen. So, ihr Lieben, wir stehen jetzt vor dem Festzelt, die Festhalle Maris, viele Jahre auch in Hannover gestanden. Und zu einem vernünftigen Schützenfest gehört natürlich auch ein vernünftiges Festzelt, wie die Festhalle Maris, und da schauen wir jetzt mal rein. Hier ist natürlich jetzt noch nicht sonderlich viel los, aber hier sind jeden Abend Veranstaltungen. Also jeden Abend wird hier irgendwas geboten, meistens so ab 20, 21 Uhr am Eröffnungstag. War Karat da zum wiederholten Mal. Die waren schon mal da, 2019. Ja, soll auch voll gewesen sein. Ja, die hätten das zehnfache an Karten wohl. Oder das ist ja ohne Karten, ist ja sogar freier Eintritt. Ja. Die hätten das zehnfache an Leuten reinlassen können. Deswegen sind die ja auch schon nochmal zum zweiten Mal schon da gewesen. Und also wie gesagt, jeden Abend wird hier irgendwas geboten. Und jetzt ist es natürlich noch früh. Jetzt ist natürlich noch nicht so viel los. Ne? Na gut, ja, wir schauen uns hier mal um. Ne? Vielleicht trinken wir noch ein Bierchen oder so. Mal gucken. Auf Weier. Das dürfen wir erst übermorgen machen. Nee, morgen. Ja, du bist der Vater, ne? Hast du gesagt. Ja, dreimal. Und ein paar Uneheliche. Hast du auch noch. Er hat die ganzen Mädels früher am Autoscooter geschwängert, ne? Ja. Na gut, wir gucken mal, was hier so geht. Guck mal, ist alles noch leer. Ja, hier ist die Bühne. Die Tränkwalder, ne? Ja, 20 Uhr, den kenne ich nicht mal. Ich hasse Volksmusik, war nicht früher dabei. Jawohl, naja. Naja. Ja, die machen ja auch. Ein älteres Publikum dann heute ja, Abend. Ja, so ab 35 bis 80. Da darfst du ja schon auch nicht mehr hin. Nee, ich bin schon 3 Jahre. Du bist schon drüber weg. Du bist zu alt. Ja, ne? Ich bin ja. Naja, aber das ist nicht, das ist die kleine Zeltvariante. Ich verstehe nicht, warum die hier nicht die große aufbauen. Nein, größeren Platz ist hier nicht. Bei so. Dem Zelt. Das geht da hinten, ist gleich Schluss. Ach so, ja. Weißt du? Naja, müssten sie weiter nach vorne bauen. Der geht auch nicht. Naja, dann müsst du Fahrgeschäfte sitzen. Das sind ja 2 Felder vorne noch 8 Meter. Naja. Denn 1, 2, 3, 4, 5, ja, dann 8 Felder. Nur wenn hier Karat und die Bude ist rappelvoll. Ja, voll. Naja. Nehmen sie dann die Tische raus? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube auch nicht. Wer soll die Arbeit machen? Naja, das... Am Personal wird überall. Ja, das stimmt. Aber ist schön, mit dem Himmel haben sie neu gemacht, da war nur blau-weiß, ne? Ja, das kann sich ja jeder Veranstalter aussuchen, wie er das haben will. Ja. Wenn Wolfsburg das so haben will, dann mache ich das so. Ich glaube, das ist schon von dem Paris. Nein, ich habe auf die Homepage geguckt, ja, du musst alles bestellen. Ja. Es gibt auch mit dem Licht, du kannst Kronleuchter bestellen. Du kannst modernes Licht bestellen. Ja, naja. Ja, genau. Und das wird individuell auf jedem Platz, jedem Zelt ist das anders. Ja, ja. Ne? Gut.
Thank you.
gleich sind wir am Ziel. Die Kamera ist nass. Seht ihr vielleicht ein paar Tropfen davor sind? Ich aber nicht. Ich bin einigermaßen verschont geblieben. Bist du nass geworden? Ja, ein bisschen. Ich auch. Aber nur ein bisschen. Der letzte ging ja ganz schön weit runter. Ja. Oh. Geile Bahn? Ja, hat Spaß gemacht. Ne? Schöne Bahn? Aber nass geworden sind wir auch. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ein bisschen. Aber der letzte Berg ist das hinten, bin ich ganz nach vorne gerutscht. Mein lieber Mann. Ja. Aber trotzdem bewusst. Nur leider, der eine Kollege sehr unfreundlich.
Stimmungsfalle. So, und weiter geht's. Daran jetzt hin. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? 1,25. Lose sind drin. Ui, und was habt ihr Schönes? Tagessondergewinn. Einmal hier, das ist einmal extra, ja? Der Countdown läuft. Und weiter geht's. Jetzt haben wir schon wieder Stitch schon ausgesucht. Da haben wir eine Hauptschwelle, die Facebook hat. Oder eine Stimmungsmann. Oder so ein Axolot. Aber das ist auch nicht richtig. Weil du hast ja nur gefärbt. Ja. 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 Ja.
Leute, das ist schneller wie jeder Musikexpress. Das geht ab wie Schmidts Katze. Harter Mist. Und noch eine Runde. Alter. Also, liebe Leute, von mir aus kann er anhalten, macht mal auf.
So, hört ihr es, wer hat sie wieder? Na, bitteschön. So, Lenny, einmal rum, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt. Eine Runde geschafft, es war anstrengend, war voll, teilweise schwierig durchzukommen. Jetzt hat es sich so ein bisschen, so ein Hauch von ein wenig entspannt, aber es ist immer noch voll. Und Günther checkt gerade was am Riesenrad ab. Eventuell fahren wir gleich eine Runde Riesenrad. Und wir zeigen euch gleich noch ein paar Impressionen mit Beleuchtung, es wird langsam dunkel. Und mal gucken. Allzu lange werden wir nicht mehr machen. Vom Schützen- und Volksfest in Wolfsburg. Wir haben den Platz bereits verlassen, stehen am Hauptbahnhof, wollen jetzt Richtung Braunschweig fahren. Günther, wie fandest du es? Einmalig schön, ich gute Beleuchtung auch gut. Und am Anfang, wo wir da waren, Nachmittag, da kamen wir ja kaum durch. So viele Menschen habe ich selten auf dem Festplatz gesehen. Genau, Familientag und vor Feiertag ist heute auch bis 24 Uhr auf. Jetzt haben wir es 11:15.
Und ja, das war's für heute. Den nächsten Platz kann man ja nicht sagen, weil es ist eine Stadtkirmes. Das ist die Domweih in Verden, da werden wir sein. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, zwischendurch gibt es dann noch den kurzen Zusammenschnitt aus Konstanz am Bodensee. Ach ja. Ne? Das muss ich noch zusammenschneiden, aber den nächsten Platz oder die nächste Veranstaltung, die wir besuchen, ist dann die Domweih in Verden. Könnt ihr euch schon drauf freuen, ist immer sehr attraktiv und auch voll, genau wie hier heute. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen, schreibt fleißig in die Kommentare und abonniert den Kanal und erzählt uns weiter. Und ja, wir sagen dann tschüss bis ja, Anfang Juni. Du hast jetzt viel zu schneiden. Das macht einen Haufen Arbeit. Das bestimmt 2 Tage. Musst du Nachtschicht wieder einlegen. Ja, das geht aber schneller. Na gut, dann ist in Ordnung. Wenn ich nicht aufgehalten werde, geht das schneller. Ja. Okay, mal sehen. Also, schönen dann sagen wir noch tschüss und... Ja, bis bye, bald. Bye, ciao. Tschüss. Tschüss.